Glauben, was wir erlebt haben, oder? Ich hatte ja erwartet, dass es cool wird, aber das war der Hammer, Mann! Was für ein Abenteuer! Wenigstens bleibt etwas Gutes in Erinnerung. Alle unsere Reisen sind gute Erinnerungen. Weißt du, du bist ziemlich das Beste, was mir je passiert ist. Okay. Woher kommt diese Eingebung? Weiß nicht, mir geht's halt gut. Weißt du, wo die anderen sind? Ich gehe sie holen. Chill doch so lange. Hey, meinen Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon. Irgendwas Magisches. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier. Wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Alles okay? Du wirkst abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Also... Können wir wegen des Unfalls nicht mehr tauchen? Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich, offensichtlich, und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist es passiert und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen. Sonst droht uns Knast. Ich schweige wen kann. Und? Morgen wieder darunter? Bin dabei. Ich kann es kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Hey, hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Huh. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay. Vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau.
Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon, aber weißt du, keine wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Ich weiß nicht, Brad wirkt nicht so angsteinflößend. Wisst ihr? Sei dir da nicht zu sicher. Sie ist schon ziemlich gruselig. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen. Mit einer Axt. Weißt du, manchmal muss man die Fakten aufhübschen, um eine tiefere Wahrheit zu enthüllen. Ist okay. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann. Und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, das ist furchtbar. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus.
Schon. Also, schlechte Neuigkeit. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Gibt's auch gute Neuigkeiten? Großartig. Oh, ich hab sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße, das klappt nicht. Los doch. Ah, Arschloch. Dich komme ich später holen. Niemand weiß, dass ihr hier seid, kleine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße! Du hast sie gehört. Was wollt ihr, Mixer, denn? Langsam. Ruhig. Bitte. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. Okay.
Oh Himmel, Conrad! Halt! Halt nein! Alex! Aufhören! Lass sie los! Alex. Hier, Bastard! Hey! Schwarzkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben Sie Fliss auch mit? Fliss scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Hey, hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft's einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut! Das hören Sie! Wir knacken sie, während es donnert. Ah, gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt! 1, 2... Sie nach und nimm die, benutze sie falls nötig. Setzt euch da drüben. Du, genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Hudson!
Komm her! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Du hast es vermasselt. Wir hätten das Boot zurückhaben können. Ja, ich weiß schon. Okay, jetzt haltet die Fresse! Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine Situation ist, Süße. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen steckten doch unter einer Decke. Sie ist der Ketten und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt damit drin. Hast du den Verstand verloren? Wie kommst du auf diese Scheiße? Wie kannst du es wagen, du überprivilegierter Arsch? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch! Halt die Klappe! Sitzen bleiben, alle! Du, komm jetzt mit! Finde heraus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Hören Sie zu. Gekidnappt. Wiederhole. SOS. Wir sind 20 Meilen nördlich von... Das war eine brillante Idee. Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Okay, behalt's für dich. Das könnte uns hier raushelfen.
Brad bleibt versteckt. Besser da unten als bei diesen Psychos. Oh ja, toll. Er stirbt vielleicht. Brad ist schon groß. Er kommt klar. Und es ist sicher besser für uns, wenn er dort bleibt. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht. Und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.